Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und wie ihr seht, bin ich in der Natur wieder unterwegs. Diesmal im Naturpark Aukrug. Besser gesagt, will ich in der Bünzower Au mich etwas bewegen. Die Temperaturen sind so ja, aber es ist zumindest trocken. Und die Strecke soll so um die 8 Kilometer sein, wobei das variiert so ein bisschen, weil die Strecke, die ich mir eigentlich auf Komoot rausgesucht hatte, die sagt, dass es 15 Kilometer sind. Wir werden es sehen, entweder ist es ein kleiner Spaziergang von grob 8 Kilometer, vielleicht plus minus 1, oder wir machen doch eine Wanderung von über 15 Kilometer. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid und mich begleitet auf dieser Tour. Ich bin ja, wie gesagt, hier in der Bünzower Au unterwegs und hinter mir, besser gesagt neben mir, seht ihr die Bünzau. Die Bünzau ist ein Nebenfluss der Stör und ist ungefähr 15,7 Kilometer lang. Die Bünzower Au gehört auch zu dem Naturpark Aukrug, der ist 380 Quadratkilometer groß.
zu bestimmten Jahreszeiten vielleicht nicht die Ballerinas anziehen zum Wandern. Aber das könnte auch daran liegen, weil es hier moorig ist. Also man sieht das auch schon an dem Bewuchs. Und gerade eben hatte mich noch ein Dammtier erschreckt. Also wilde Tiere gibt es hier auch. Das ist denn hier sogar noch eine Aktivwanderung, indem man eine Furt durchqueren muss. Es geht aber eigentlich relativ. Also ich hatte den Stock ja genutzt. Das war super. Aber wenn man natürlich sich ziemlich sicher ist, da sind Steine in dem kleinen Bach. Und da kann man bequem rüberlaufen. Ich werde mir jetzt gleich nochmal eine Bank suchen, weil an diesem Ort war ich schon mal heute. Und dann sind es noch mal grob 2, vielleicht 3 Kilometer. Das war meine Tour durch die Bünzower Au im Naturpark Aukrug. Ich habe jetzt ungefähr 11 Kilometer geschafft. Also die Tour war 11 Kilometer ungefähr lang. Ich habe nämlich alle drei Wanderwege etwas kombiniert, also den blauen, grün und den roten zum Schluss. Das Highlight war ganz zum Schluss, wo der Weg an der Bünzower entlang geht. Das wäre wunderschön. Ich hatte noch gehofft, dass ich hier den Trekkingplatz von Wildes Schleswig-Holstein sehe, aber den habe ich leider nicht gefunden. Vermutlich war er nicht so richtig ausgeschildert. Ansonsten zu den Wanderwegen hier im Naturpark Aukrug. Sie sind wunderbar ausgeschildert. Also man kann sich eigentlich nicht verlaufen, wenn man ein bisschen an die Bäume guckt, wo denn der Weg markiert ist oder an den entsprechenden Pfeilern, wo denn auch der Wanderweg Naturpark Aukrug ausgezeichnet ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer liken, kommentieren und abonnieren. Und dann heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und tschüss!